Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 19. März 2023, 9.13 Uhr hier auf Leafshire. Fast hätte ich es vergessen, doch Joanna ist hier, um Rüben zu verkaufen. Doch nur bis Mittag, also zögert nicht zu lange, wenn ihr euren Vorrat aufstocken wollt. So, und damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und damit Hallihallöchen und willkommen zurück zu Animal Crossing. Hier im Hard Mode. Und da haben wir direkt schon wieder Post und unser Telefon klingelt und alles passiert auf einmal. Bin schon voll im Osterlook, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Ein bisschen Geld verdient von gestern. Sehr schön. Gucken wir doch mal, was uns heute Schönes erwartet. Kim schreibt uns, was will sie denn? Letztens beim Jäten hatte ich die Nase voll und habe den Blattläusen mal richtig die Meinung gegeigt. Tja, die Nachbarn haben sich über einen Krach beschwert, aber die Läuseviecher sind immer noch da. Ne? Das ist ja super. Und die ADADAS. Ich habe mehr Punkte? Ich kriege was Neues? Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich habe doch gar nichts dekoriert in der Wohnung. Oder weil ich mein Lager aufgeräumt habe. Keine Ahnung. Eine Kuckucksuhr. Die könnten wir auffängen. Pass auf, das machen wir direkt. Dann ist sie nämlich aus dem Inventar. Ich kenne ja mein Messi-Inventar. Wo hängen wir die denn mal hin? Hier. So. An die Wand. Wunderschön. Bezaubernd. Das ist hier echt gekrempelt in der Bude. Wir brauchen definitiv mehr Platz. Aber dafür müssen wir halt unsere Schulden abbezahlen. Dafür habe ich kein Geld. Was haben wir denn hier Schönes gekriegt? Ach, jeden Tag auf der Insel. Okay. Dankeschön. Nehmen wir doch gerne. 50 Tage erst. Ja. Bin noch nicht so viel. Sieht man, wie oft ich dann doch nicht gespielt habe. Warte mal, ich hätte ja auch direkt gucken können, was denn hier so unser täglich Brot ist. Umgestalten, basteln, mit Nachbarn sprechen, Fische fangen und Fossilien bestimmen. Okay, das können wir ja so nebenher machen. Ich würde aber heute gerne so ein bisschen ins weitere Gestalten gehen der ganzen Geschichte. Und wir müssen Joanna suchen. Da so ein bisschen Blümchen verteilen und ach, keine Ahnung was. Rainer ist nicht da. Ach ja, es ist ja jemand ausgezogen, ne? Gucken ist ja weg. Und es ist noch nicht verkauft. Wir könnten auf Bewohnersuche gehen. Oh ja, machen wir das heute? Gehen wir auf Bewohnersuche? Ich glaube, das ist eine bessere Idee, ne? Vielleicht finden wir ja was Schönes. Dann mache ich jetzt mal wieder Müllhaufen, ne? Also ich wollte hier aufräumen. Und was macht sie? Sie schmeißt die ganze Kacke wieder auf den Boden. Ist doch herrlich. Genau so wollten wir das haben. Als wir gestern aufgeräumt haben. Nein, falsche Taste. Nein, sag mal, jetzt bin ich zu doof für die Steuerung. Das ist sehr gut. Oh, das noch ablegen. Das ablegen. Auch mal ablegen. So, und das sind alles Sachen, die wir wahrscheinlich dann eh auf der Insel sammeln werden. Also nehmen wir das mal alles mit. Weil wenn ich jetzt halt Bewohnersuche mache, werde ich auf jeden Fall natürlich auch die Inseln ausschlachten für Materialien und etc. Aber dass wir da, das werde ich dann wahrscheinlich immer pausieren. Dass ich halt erst, gucken, dass wir zusammen gucken, wer ist denn da? Dann schlachte ich die Insel aus, dann fliegen wir zurück, fliegen wieder hin.
Weil, wie ich da alle Bäume auseinandernehme, ist, glaube ich, jetzt eher unspannend als Folgen-Content. Können wir vielleicht bei der ersten Insel machen. So, Nook-Meilen einlösen, bitte. Und zwar brauchen wir ein paar Meilentickets. Weiß nicht, wie viele wir uns holen. So drei, vier vielleicht. Wir haben genug Meilen. Dass man aber auch nicht sagen können kann, so, hey, ich möchte aber direkt so fünf haben. Nein. Immer dieses einzeln anklicken. Es könnte so viel angenehmer sein, Spiel, ne? Auch so bei, ne, wenn du jetzt sagst, ich gehe Blumen kaufen oder ich gehe Umgestaltungskits kaufen. Man da echt nicht sagen kann, so, ich möchte sechs auf einmal, ich möchte zehn auf einmal, ich möchte direkt 20. So. Solange das Geld doch passt, genauso wie bei den Rüben. Da geht das doch auch. Oh, wir dürfen Jorna nicht vergessen, ne? So. Eins holen wir uns noch, dann sind wir immer noch über 60.000 Meilen. Ich glaube, das ist dann ganz gut. Ja, möchte ich. Gib her. Allein das ist schon nervig jetzt. Meilentickets holen. Gut. Aber ich freue mich. Ich freue mich. Ich war Ewigkeiten nicht mehr auf einer Meileninsel. Weil, also theoretisch darf man ja täglich einmal auf eine Meileninsel. Aber bei Bewohnersuche darf man mehrmals. Ich glaube, da war auch eine begrenzte Nummer. Ich weiß nicht, ob man 5 oder 10 Mal durfte. Und den Bewohner, den man dann hat, muss man nehmen. Oder halt sagen, gut, dann wird es eine random Geschichte. Wächst jetzt der Baum hier? Ja, jetzt wächst er. Sehr schön. I like. Jorna sehe ich spontan, aber nicht. Also gucken wir da später nach. Dann gehen wir jetzt erstmal auf die Insel. Hallo, ich möchte gern fliegen. Hey, willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von Leafshire. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen, bitte. Roger! Du scheinst übrigens ja auch ein Meilenticket zu haben. Sag Bescheid, wenn du es einlösen möchtest. So, für die Unterlagen müsste ich noch eins wissen. Wo möchtest du denn hin? Ja, natürlich zum Meilenticket. Oh, ich war noch nicht einmal auf Harveys Insel, ne? Ah, du möchtest dein Meilenticket verwenden? Ja, Roger. Es ist alles bereit zum Abheben, aber nur um sicher zu gehen, bist du bereit? Werkzeug am Start und so? Ja, natürlich. Völlig prepared. Ja, dann los, ab in die Lüfte mit dir. Mensch, muss das einmal alles hier so fürs Protokoll, ne? Alles eintippen. Ja, Dodo 1, hier spricht Dodo Tower. Udo, empfängst du mich? Hab hier jemanden, der Höhenluft braucht. Roger, alles startklar. Okay. Okay, dann ja, guten Flug, ne? Viel Glück. Dankeschön. Ich finde es auch ein bisschen nervig, dass man am, wenn ich jetzt auf die Insel fliege, nicht sagen kann, ich möchte jetzt mit meinem Meilenticket direkt zur nächsten Insel, sondern nein, erstmal muss man wieder nach Hause und dann muss man wieder dahin und dann. Ja. Ja, alles Bienchen und Blümchens und so bleiben hier. Okay, so, schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, kriegen wir guten oder einen schlechten Bewohner? Und, lass uns mal gucken. Da oben ist das Campfire. Ich sehe noch niemanden. Ich sehe was. Ja, nein, danke. Ich sag mal ganz dezent, nein, danke. Schön mit dir. Okay. Ja, pass auf, wir machen jetzt hier das erste Inselchen. Einfach mal zusammen, dass ihr vielleicht seht, wie ich so eine Insel ausschlachte. Wird nämlich erstmal alles eingesammelt. Alles an Holz, an Unkraut. Steine werden zertrümmert. Bäume werden ausgeschlachtet. Das sieht dann hier aus wie ein, ja, wie ein Schlachtfeld. Blumen lasse ich oft stehen, weil, ja, der braucht halt Blumen, ne?
Mein Unkraut können wir jetzt nicht einfach so verkaufen und wir haben theoretisch genug auf unserer Insel. Aber ich wollte definitiv noch mehr Hecken pflanzen oder bauen bei uns. Und da ist Unkraut ja jetzt nicht so unwichtig bei. Müssen wir mal hoffen, dass demnächst wieder Gerd oder so vorbeikommt, um mal ein bisschen Unkraut loszuwerden dann, wenn wir zu viel haben. Alles Unkraut, Unkraut. Eigentlich finde ich das ja echt hübsch. Es ist kein so hässliches Unkraut, aber... Aber die Sternebewertung der Insel sagt ja meistens was anderes. So von wegen, ey, hier, mach mal weg und so. So, jetzt schütteln wir erstmal an die Bäumes, bis wir die blöde Wespe finden. Hallo, sammel doch auf. Oh. Da ist schon mal ein Ast noch. Da ist nix. Und schön, dass hier so viele Tannen stehen. Da ist die Wespe. Steht, glaube ich, Kacke. Nein! Oh nein! Ich sag's noch, ich stehe Kacke. Weißt du? Und dann schüttelt die am Baum, anstatt die Wespen kaputt zu machen. Es läuft super. Okay. Dankeschön. Danke für nix. Ich glaube, es ist immer nur eine Wespe auf der Insel. Ne? Ich stehe schon wieder Kacke. Mrs. Flamingo, die habe ich doch jetzt erst gekauft. Ich könnte die hier liegen lassen, ne? Kann ich die hier aufbauen? Nee, oder? Um zu gucken, wie sie aussieht. Nee. Lasse ich sie hier. Weil es gibt ja immer die helle und die dunkle. Aber wir haben die helle gekauft und die ist eh schöner als die dunkle. Also lassen wir die einfach zurück. Oh, das ist eigentlich auch eine super Idee, ne? Zeugs, was man nicht braucht, nimmt man einfach mit auf die Meileninsel, schmeißt es auf den Boden und verpieselt sich. Sehr umweltfreundlich auf jeden Fall. Nee, warte, ich brauche meine richtige Axt. Die Bäume werden dann alle umgenudelt. Tschüss! Ja, hahaha. Wie gesagt, ich mache immer Randale auf den Meileninseln. Das nennt man Umweltschutz hier. Oh! Nein, meine Axt! Neue Axt craften. Ich hoffe, ich habe alle Materialien, aber müsste ich eigentlich dabei haben. Das ist ja, ne, wir müssen ja eh Sachen herstellen. Warte, ich brauche doch eine Wackelaxt. Und was noch? Achso, nee, ich habe die Steinaxt, deswegen. Ich war gerade irritiert, so, hä, ich habe doch so eine normale Axt, die Bäume nicht kaputt macht, aber das war ja nicht die Wackelaxt. So. Wunderbar. War das schon mal? Achso, nee, die war ja nicht hier. Ja, perfekt. Weiter Bäume umholzen. Eine Schneise der Verwüstung. Ich hätte mir auch direkt eine Medizin machen können, ne? Mit dem Unkraut, was ich hier gesammelt habe. Und habe ich überhaupt das Rezept für Medizin? Ich glaube nicht, ne? Weil ich nie so gestochen mit einem Bewohner geredet habe. Weil die sagen dann ja auch, nein, was ist denn passiert? Hier hast du Medizinrezept. Ich glaube nicht, dass ich Medizin machen kann. Müsste ich gleich mal gucken. So viel Holz. Und so viel craften. Ja. Das ist doch viel schöner ohne Bäume, oder? Diese freie Natur, diese üppigen großen Wiesen. Ich fühle mich ja schon immer ein bisschen schlecht. Oh. Hi, Kollege. Nee, ich tu dir nichts. Alles gut, ich gehe ja schon wieder. Habe ich übrigens schon gefangen. Ich habe noch so ein paar Insekten gestern gefangen. Ich habe auch noch ein Bienchen gefangen. Konnte eines ergattern. Hallo. Wollt gern darüber.
zu der komischen Trulla, die wir nicht mitnehmen werden. Da ist noch ein Unkraut. Ja, ihr merkt, wie lange das dauert, hier so eine Insel auseinanderzunehmen, ne? Wir sind ja noch nicht mal halb fertig. Da oben sind überall noch Bäume, dann will ich noch die Steine kaputt hauen. Wisst ihr was? Ich mache jetzt den Rest der Insel. Ohne euch. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Insel leergeräumt ist. Also, bis gleich. So, ich habe alles niedergemäht, jeden Baum umgedreht, jeden Stein umgedreht. Und ich glaube, das hat sich die Mammutdame da hinten ein bisschen anders vorgestellt, als sie überlegt hat, hier auf der Insel Urlaub zu machen. Tut mir auch nur so ein bisschen leid. Aber wir haben jetzt das Inventar voll mit Früchten, mit Materialien. Ich habe sogar ein Golderz noch gefunden. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich würde jetzt nochmal eben kurz gucken, bevor wir abhauen. Ob ich Medizin herstellen kann, weil das machen wir dann nämlich nochmal eben fix. Glaube aber nicht, weil das müsste ja hier sein. Nee, wir haben noch keine Medizin gelernt. Dann könnten wir, wenn wir jetzt zurückfliegen, mal eben zu einem Bewohner flitzen und den schocken. Wir müssen ja eh mit drei Bewohnern reden. Ja, ich möchte bitte zurück nach Leafshire. Ja, Abflug bitte. Danke. Wenn wir uns nämlich mal eben das Medizinrezept holen, uns verarzten und dann geht es direkt auf die nächste Insel. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht jemanden kriegen, der uns... Hi. Der uns weiterhelfen kann. Du bist es, Shinny. Ich dachte schon, eine unsichtbare Macht hält uns voneinander fern. Entschuldigung, Carsten, ich rede halt nicht so oft mit dir. Es hat sicher nichts damit zu tun, dass ich die letzten Monate im Keller verbracht habe. Ach, du auch? Okay. Um meine Fashion-Magazine neu zu ordnen. Sehr gut, gib mir ein Medizinrezept. Irgendetwas ist heute anders an dir, aber ich komme einfach nicht darauf. Neue Frisur? Ich mach doch nur Spaß. Ganz offensichtlich hat einigen Wespen dein Gesicht nicht gefallen. Doch genug gescherzt. Ich habe hier etwas für dich, das dir gefallen dürfte. Bitteschön. Dankeschön, sehr gut. Genau das wollte ich haben. Der kluge Gentleman sorgt immer vor, weißt du? Und außerdem gibt es dir eine Anleitung für Medizin. Nein, nein, du musst mir nicht danken. Denke nur jedes Mal beim Anfertigen von Medizin an mich. Ja, Carsten, das ist... Danke, fertig tun. Es ist, Kasper! Hoppla! Ich weiß nicht, ob du einen neuen Look ausprobierst, aber dein Gesicht sieht schon extrem aus. Ja, danke. Jona! Okay. So viel zum Thema. Ich will hier... Ach nee, ich muss erstmal Ding lernen. Ich will Bewohner suchen. Ich weiß jetzt, wie man Medizin herstellt. Sehr gut. Machen wir direkt. Dann haben wir nämlich unsere drei Sachen am Tag herstellen schon mal erledigt. Das ist doch gut. Ja, Craft. Ja, ich kriege Applaus von Johanna. Nee, danke. Dann gönnen wir uns die mal schnell. Nicht ablegen. Ach, du bist doch dämlich. Einnehmen, bitte. Ja, wir sind wieder süß. Johanna! Johanna! Schönen guten Morgen. Na, möchtest du hier eine frische Rüben kaufen? Recht viele vielleicht. Ich habe reichlich Rüben für nur 98 Sternis. Ja, zumindest unter 100, ne? Kauf welche. Juhu! Gut, und wie viele, wie viel genau? Gute Frage, ne? 100. Mir gefallen die Preise nicht bei dir. Gut, 100 Stück, das sind 9800 Sternis. Schlägst du zu? Ja, gib her. Hihi, vielen Dank.
Ja, bitteschön. Danke. Rüben werden groß, Reichtum fällt dir in den Schoß, sagt Omi immer. Okay, danke. Wir schmeißen unsere Rüben mal hier auf den freien Spot. Ablegen. Und dann müssen wir die Woche mal wieder auf gute Preise hoffen, ne? So. Dann geht's jetzt aber direkt wieder in den Flughafen und zur nächsten Meileninsel. In der Hoffnung, dass da vielleicht ein Bewohner ist, mit dem wir erstmal leben wollen. Das Problem ist halt, wenn wir wirklich einen Bewohner kriegen, der total süß ist, der total toll ist und der möchte dann wieder ausziehen, dann müssen wir ihn ja gehen lassen. Also an solche Regeln möchte ich mich natürlich schon halten. Ja, ich habe alles dabei. Lass mich los, Bodo. Ich habe keine Zeit. Ich habe Business zu tun. Business, verstehst du? Los. Und Flug. Danke. Danke, danke. Ich bin ja froh, dass ich im Spiel hier, ne, einfach so lalala durch die Gegend fliege. Also in echten Leben würde ich das nicht machen. Flugpopcorn. Mhm. Ist gelandet. Sehr gut. Ich find die Flugnamen immer sehr gut. Und wir haben Orangenbäume. Achso. Wieder gut oder schlecht? Was meint ihr? Nehmen wir diesen diesmal mit? Wo ist das Campfire? Da hinten ist das Campfire. Der Professor, Lehrer, Doktor, Löwenherz. Ja, nee. Hey. Ja, nee, muss nicht. Siehst du genauso, ne? Ja. Du möchtest lieber hier gleich auf einer verwüsteten Insel weiter Urlaub machen. Ne? Gut, pass auf. Ich gönne der Natur mal wieder ein kleines Makeover und wir sehen uns dann gleich wieder. So, und auch diese Insel ist erfolgreich leer gelootet. Mir ist da hinten oben irgendwann meine Spitzen-Super-Axt kaputt gegangen. Deswegen habe ich mit unserer Steinaxt einfach das Holz gesammelt. Und ja, jetzt sieht die Insel auch wunderschön aus wie die andere zuvor. Und wir lassen den Kollegen Schnürschuh jetzt einfach mal hier zurück. Und ja, ich bin echt am Überlegen, ob, wenn ich jetzt zur nächsten Insel fliege, ob ich die dann auch leer loote. Das nimmt so viel Zeit in Anspruch, ne? Das glaubt man gar nicht. Weil irgendwo kann man die Materialien aber auch nicht zurücklassen. Das ist das Problem. Unser Inventar ist ganz schön voll. Viel Platz für neue Sachen hätten wir eh nicht mehr. Ich müsste jetzt wieder ins Dorf. Sachen ablegen. Wir gucken, was wir für eine Insel kriegen. Wir gucken, was für einen Bewohner wir kriegen. Wir haben theoretisch noch 2 Nook-Meilen-Tickets. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch 2-mal gucken. Vielleicht haben wir ja diesmal Glück. Oder wir lassen es echt auf uns ankommen morgen. Wer einziehen möchte. Ist natürlich auch eine Option. Ich glaube, man darf 5 oder 10-mal suchen, ne? Aber dieses... Ich bin nicht so der... Der Bewohnersuche-Mensch. Mich nervt das einfach mit dem Hin- und Herfliegen. Nur um zu gucken, ach, wer ist da? Wieder zurückfliegen, wieder hinfliegen. Ach, wer ist da? Nee, ist blöd. Wieder zurück, wieder hin. Nervt mich. Okay, das sieht auch nach einer normalen Insel aus. Och nee, nicht Mama Känguru. Die hatte ich, glaube ich, schon mal. Muss nicht sein. Wisst ihr, wir sammeln jetzt hier so ein bisschen noch das Unkraut. Ich glaube, hier ist sonst aber auch nichts Spannendes. Ich überlege, ob ich das Obst noch mitnehme, weil das kann man theoretisch gut verkaufen. Und wir könnten auf jeden Fall das Item suchen, was im Baum ist. Auf der letzten Insel war kein Item im Baum, weil das ja alles Orangenbäume waren.
Ich bin auch, also wir haben viele Orangen. Wir könnten, oder es wäre natürlich mega, die jetzt alle auf einmal verkaufen zu können, ne? Aber theoretisch dürfen wir das ja gar nicht. Das ist ein Ast. Theoretisch ist das ja nicht erlaubt, ne? Alle auf einmal verkaufen. Weil man nur von so und so vielen Bäumen in der Woche Obst verkaufen darf. Das wäre dann schon Schummeln. Aber das Geld, so viel Geld. Hallo, gib her. So, jetzt stelle ich mich diesmal richtig ordentlich hin. Nein, da ist nichts drin. Bevor wir wieder da irgendwas auf den Kopf kriegen. So, einmal mit dem Hüpfestab über den Fluss. Ist hier direkt der Kescher? Nee. Wo ist mein Kescher? Ist mein Kescher? Ich meine, hier kommt eh nichts raus, aber vorsichtshalber schon mal in die Hand nehmen. Warum ich das ganze Unkraut mitnehmen, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie das wertvoll. Gib her. Kann man Hecken rausmachen. Auch Unkraut. Ah, da geht's auch noch hoch. Ist hier oben mein Item im Baum? Hier ist auf jeden Fall ein Früchtebaum. Weißt du was? Die Früchte lasse ich jetzt hängen. Ist mir jetzt egal. Was ist das denn hier für eine Nische? Unglaublich. Dich hatten wir schon geschüttelt, ne? In die Mitte, da kommen wir jetzt echt nur mit dem Stäbchen. Na gut. Wo ist mein Stäbchen? Hüpf doch. Okay. Sorry, Schmetterling. Wollt ihr nicht am Kopf hüpfen? Sie hat anscheinend auch schon an den Bäumen geschüttelt, so viele Äste wie hier liegen. Hast du vielleicht schon das Item gemopst? Nochmal? Nee, nochmal? Da! Ein Servierwagen. Ja, nehmen wir mal mit. Gucken wir uns an. Dann ist hier die Wespe. Diesmal aber. Ha. Wuhu, eine Wespe. Habe ich noch Platz für das Bienennest? Ja. Nehme ich das noch mit und dann würde ich sagen, verpieseln wir uns. Die Steine mache ich jetzt nicht alle noch kaputt. Ich meine, da kriegen wir auch eine Menge Erz und alles, was man natürlich gut gebrauchen kann. Aber ich glaube, unser Inventar sieht soweit jetzt gut gefüllt aus. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, nutzen wir unser letztes Meilenticket und fliegen nochmal und gucken? Oder lassen wir es drauf ankommen? So, ja, hier fliegen. Kannst du natürlich auch drauf ankommen lassen jetzt. Ja, wenn wir jetzt das letzte Ticket verbrauchen, haben wir auf jeden Fall noch einen Platz für das Item, was wir suchen. Oder was wir finden können. Ach, kommt. Kommt, wir fliegen noch einmal. Letzte Chance. Wir haben die 4 Tickets gekauft. Wir nutzen die 4 Tickets jetzt auch. Wir gucken nur eben, schütteln dann einmal an den Bäumen und dann gucken wir, was Sache ist. Vielleicht fliegen wir heute auch noch nach Harvey dann, wenn wir zurück sind. Wie gesagt, da war ich nicht einmal bisher. Einfach mal gucken, dass man das auch abgeschlossen hat. Ich weiß, dass man da irgendwie auch noch so einen Marktplatz Hof ja irgendwie errichten kann. Aber ob wir das bei unserem jetzigen Zeitpunkt schon können oder ob das erst Late Game Content ist, das weiß ich auch nicht mehr.
Da ist das Feuer. Ich hab Angst, ne? Seht noch nichts? Seht ihr was? Steckt sich. Hallo? Da! Oh! Oh! Entschuldigung. Oh, habt ihr es gesehen? Oh, wir werden sie sowas von mitnehmen. Gut, dass wir doch nochmal geflogen sind. Oh, guck, wie süß sie ist. Hi. Hey, hab nicht erwartet, hier jemanden zu treffen. Cool, dass du da bist. Ich bin Yoshino. Du kommst also von Leafshire. Ich habe von jemandem gehört, der da lebt. Tini, kennst du sie zufällig? Das bin ich. Das bist du? Wahnsinn! Dann sind wir quasi zwei Promis auf einer Insel. Okay, ich bin noch nicht ganz Promi. Trotzdem. Ah ja! Das Einzige, was besser ist, als einen Tag auf einer Insel zu chillen, ist... jeden Tag auf einer Insel zu chillen. Wenn man Zeit auf einer Insel verbringt, findet man so voll zu sich selbst und kann sich Hallo sagen. Wenn ich auf einer Insel leben würde, wäre ich der mega entspannteste Popstar überhaupt. Okidoki? Ja, dann zieh doch auf meine Insel. Nach Leafshire? Ziehen? Wahnsinn! Ja, klar will ich. Eigentlich wäre ja jede Insel cool, aber mit dir ist jede Insel so viel cooler. Hey, alle mal herhören, ich zieh nach Leafshire. Ja! Wow, Wahnsinn, Umzug, oder? Ah, voll der Stress, so viel zu tun. Muss mich beruhigen, ganz total beruhigen. Muss meinen inneren Popstar finden. Ah. Puh, jetzt geht's wieder. Also, ja, ich muss einfach nur mit Tom Nook reden. Voll easy. Ich kann meine stylische neue Leafshire-Postleitzahl kaum noch erwarten. Yay! Wow! Wer meine süßes kleines Ticklein? Oder bist du ein Reh? Nee, du bist eine Ziege, oder? Oder ein Reh? Was bist du eigentlich? Egal. Das hat sich doch gelohnt. Jetzt bin ich froh, dass wir das letzte Ticket doch noch genommen haben. Jetzt suchen wir nochmal eben nach unserem Item auf dieser Insel. Und dann wäre das doch hier erledigt. Ja, das wird jetzt ein Spaß, wenn da die Wespen rauskommen. Natürlich kommen da die Wespen raus. Gott. Ja, eine Wespe. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt das Item finden, haben wir keinen Platz für das Item. Was sind das da oben für Bäume? Da brauche ich nicht hin, ist okay. Dann hüpfen wir zurück. Sorry, Fisch. Jetzt können wir ja so schütteln. Die Wespe haben wir ja gefunden. Item. Oh, da ist ein Fossil. Das hatten wir auf den letzten Inseln nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Oh. Okay. Kraut ist auch voll. Was schmeißen wir hier hin? Das Gold, ne? Ist eine gute Idee, das Gold hier zu lassen. Oh. Irgendwas, wo wir nur eins oder so von haben. Außer das Gold. Komm, wir können das Wespennest hier lassen. Wobei, das bringt, glaube ich, auch gut Geld, ne? Lassen wir die vier Kokosnüsse hier. Nehmen dafür das Fossil mit. Fossilien müssen wir heute eh bestimmen. Okay. Habe ich an dir schon geschüttelt? So. Wo ist mein Item? Ich will das Item. Vielleicht ist das ja auch kacke. Dann brauchen wir nicht noch mehr Platz. Nein. Nein. Ich kann die ganzen Stücke noch mitnehmen, weil dafür war noch Platz. Da ist mein Item. Was bist du? Heuschreckentrophäe. Nee, die brauche ich nicht. Die kann hier bleiben. Okay. Warte mal, einmal vielleicht einsammeln, damit sie in meinem Register ist. Lassen wir mal eben das Lähmchen hier liegen. Heben das auf. Schmeißen das wieder weg. Nehmen den Lehm mit. Okay.
können. Schokolade und Schlagsahne, was kann ich für dich tun? Ja, ich möchte zurück, bitte. Ja, da willst du Schokolade mit Liefscheier nehmen. Ja, Schokolade auf Liefscheier. Das wäre doch mal was. Kann ich bitte Kakaobohnen anpflanzen auf meiner Insel? Dann selber Schokolade machen? So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was im Inventärchen loswerden. Nämlich ganz schön zugekrempelt. Das war doch erfolgreich. Meine Güte. Hätte ich nicht gedacht, bin ich aber sehr froh drum. Joana. Hui. Haben wir ja super heute unsere Insel gestaltet, ne? Oh, vor allem sie ist unsere Nachbarin. Chino. Nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir können unsere Wespen hier auf jeden Fall mal mit beisteuern. Platzieren. Plupp. Und platzieren. Plupp. Vielleicht ist ja jemand da, der uns den Krempel abkaufen will. Hallo? Bist du da? Carlsen? Ich glaube nicht, ne? Es sieht nicht so aus. Oh nein, die ganzen Blumen. Sie macht sie kaputt. Sie rennt wie eine Irre über die Insel. Ja, einmal zusammen abchecken, ob hier irgendwie was Besonderes gerade Sache ist. Aber es sieht nicht danach aus. Außer überall Wut und Zerstörung. Oh, ich muss aufhören zu rennen durch die ganzen Blumen. Naja, gut. Ich würde dann die Folge tatsächlich jetzt schon dann beenden. Haben wir heute halt nur so ein bisschen Bewohnersuche gemacht. Aber wie gesagt, war ja erfolgreich. Wir haben viele Materialien gesammelt. Ich habe... Ah, Flaschenpost. Ich räume gleich noch das Inventar auf. Ich weiß noch nicht wie. Das wird alles wieder Zeug sein, was ich auf den Boden schmeißen werde. Ein bisschen was von dem Obst kann ich ja verkaufen. Vielleicht so ein 10er Steck Orangen oder so. Ich werde da jetzt nicht mit übertreiben. Und dann gucken wir, dass wir... Also, dass ich jetzt innerhalb der Woche noch ein bisschen mehr hier weiter umgestalte. Ich werde gleich noch die Dailies machen. Sowas halt alles. Und dann gucken wir mal, was wir nächstes Wochenende Schönes zaubern werden hier. Aber ich finde hier der Anfang, das sieht doch schon sehr schön aus. Ich bin ja überlegen, ja, diesen Baum kann man eigentlich nicht stoppen. Ist da? Wäre schön, wenn wir den klein lassen könnten. Aber da müsste man den Weg hier ändern. Weil dahinter kann ich nichts pflanzen. Hm, schade. Der wäre, glaube ich, in klein sehr süß. Okay. Ja, dann würde ich, wie gesagt, sagen, sind wir für heute hier durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich kann mich da nicht draufsetzen, das ist ja frech. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und ja, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei am Samstag, wenn wir hier weiter gestalten und in Richtung KK muss herkommen arbeiten. Ne? Das wäre doch schön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!